Also er hat mich damals nicht so wirklich akzeptieren können, weil damals habe ich im Grunde den Übergang als schwulen Jungen genutzt. Und das war halt auch schon schwierig, deswegen brauchte ich halt ziemlich viel Mut, um mich bei ihm überhaupt zu outen. Hi, ich bin Zack von Yes to Everyone und das ist Naomi. Yes. Ich finde, du darfst dich erstmal vorstellen, wie alt du bist, woher du kommst und was für eine Sexualität und Gender du hast. Also, ich bin 21, werde 22, komme aus Bremen. Meine Sexualität ist, ich bin hetero und Gender Identity ist Transfrau. Ja, sehr schön. Wann und wodurch hast du das gemerkt? Also, seit ich klein bin, hatte ich halt schon das Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht richtig ist an mir, beziehungsweise dass ich mich mal mit meinem Körper nicht richtig fühle, also dass es nicht der richtige Körper ist. Ich glaube, da war ich so 10, Mit 10 Jahren ungefähr so schon. 10, ja. Krass, schon so jung. Also damals. Ja. Ja. Hast du dich von Anfang an akzeptiert? Also, ich sag mal so, es war ziemlich schwierig, mich selber so ak zu akzeptieren, weil das damalige Bild von Transfrauen, beziehungsweise allgemein von Transgendern, war halt immer sehr negativ und es wurde immer als Fetisch dargestellt. Heutzutage zwar leider immer noch, aber nicht mehr so schlimm wie damals. Ein Fetisch? Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, da gab es auf RTL 2 so eine ganz eklige D Dokumentation drüber. Okay. Ja. Hast du dich denn überhaupt geoutet? Ja, erst mit 18 habe ich mich geoutet. Zuerst bei deiner Familie oder zuerst bei Freunden? Ich habe mich zuerst bei meiner. Nee, ich glaube, ich habe mich erstmal bei meinen Freunden geoutet, weil es da einfacher war, weil mein Vater so ein bisschen dem Thema gegenüber, also nicht gerade sehr nahe steht. Okay. Also dann zuerst bei den Freunden und dann bei deinen Genau, das war Eltern. halt einfach einfacher. Ja. Wie war denn die Reaktion von den Freunden oder von deiner Familie? Also von meinen Freunden war sehr positiv, muss ich sagen. Sie waren halt sehr offen für das Thema und haben mich auch gleich mit meinen richtigen Pronomen und mit meinem Namen angesprochen, wie ich angesprochen werden möchte. Nur bei meinen Eltern, also meine Mutter war sofort, ja, okay, du bist meine Tochter, kein Problem. Nur mein Vater brauchte halt sehr, sehr lange, weil ich einfach nicht so den Bezug zu ihm hatte und sofort mit ihm geredet habe. Das war halt so im Grunde das größte Problem, weil ich einfach nicht mit ihm geredet habe über das Thema. Deshalb war er auch dem Thema gegenüber sehr kritisch. Also es war halt sehr schwer für ihn. Und jetzt heute, akzeptiert er das mittlerweile? Ja, also er akzeptiert mich voll als seine Tochter Sehr und schön. spricht mich mit den richtigen Namen und Pronomen an. Damals war es halt einfach schwierig, aber jetzt geht es total. Ja. Mega gut. Wie hast du Mut gesammelt oder musstest du überhaupt Mut sammeln, denen das zu erzählen? Ja, also ich brauchte schon ziemlich viel Mut, weil wegen meinem Vater, weil das halt so schwierig für ihn war. Also er hat mich damals nicht so wirklich akzeptieren können, weil damals habe ich im Grunde den Übergang als schwulen Jungen genutzt. Und das war halt auch schon schwierig, deswegen brauchte ich halt ziemlich viel Mut, um mich bei ihm überhaupt zu outen. Wie hast du das geschafft? Also Mut zu sammeln durch Freunde oder einfach durch dich selber? Viel durch Freunde, aber auch, weil ich mit meiner Mutter drüber geredet habe. Weil ich habe ihr erzählt gehabt, dass es so ist, dass ich mich so fühle. Und sie war halt der Wendepunkt für ihn, weshalb er mich dann auch dann später akzeptiert hat. Weil Ja, sie okay. sagte auch zu ihm, wenn du sie nicht akzeptierst, dann kannst du sie eventuell wo besuchen. Und das war für ihn so, okay. Es ist zwar schwer, aber ich muss dran arbeiten. Ja. Ja, aber mega schön, dass sie das jetzt alle akzeptieren, also vor allem dein Vater. Ja. Findest du es überhaupt noch nötig, sich zu outen?
ich sag mal so, es ist nicht wirklich nötig. Wenn die Person es für richtig hält, dann soll die Person das machen. Aber ich finde, man muss sich nicht unbedingt outen, weil ich meine, heterosexuelle Menschen outen sich ja auch nicht. Also warum müssen wir uns outen? Ja. Also, I'm sorry, ne? So, Gesellschaft, denk mal drüber nach. Hattest du schon mal eine komische Situation im Zusammenhang mit deiner Sexualität und Gender irgendwie zu tun? Also so speziell, also wenn ich jetzt einkaufen gehe, habe ich jetzt nicht so Diskriminierung erfahren. Ich meine, ich gehe einfach in die Frauenumkleide, ich gehe auf die Frauentoilette. Nur halt in der Öffentlichkeit ist es halt ein bisschen schwierig, da halt so gewisse Sachen, so gewisse männliche Merkmale halt da sind, wo halt viele Leute dann hinter mir dann tuscheln und dann sagen so, das ist ein Typ, ne, in Frauenkleidern und das muss einfach nicht sein. Ich glaube, einmal habe ich sogar eine Person gehört, die ist an mir vorbeigelaufen mit ihrem Partner und dann sagte sie auch zu ihm, das ist doch ein Typ, und ich habe mich umgedreht und ich habe zu ihr gesagt, nein, ich bin eine Frau. Ich habe zwar noch was anderes hinterher gesagt, aber man soll ja nicht so viel fluchen. Ja. Ja, also so halt so Alltagsdiskriminierung ist halt drin. Passiert das ziemlich oft oder jetzt gerade zur Zeit eher weniger? Es kommt halt irgendwie so drauf an, wo ich mich auch aufhalte. Bei einem Gröbling kommt halt öfters sowas halt über die Lippen von anderen. Aber wenn ich jetzt im Viertel oder so bin, da ist es halt nicht so schlimm. Also das ist, da kann jeder so komisch rumlaufen, wie er möchte, und ja, sagt keiner was. Ja. Ich glaube, die werden wahrscheinlich auch weniger irgendwie was hinterherrufen, wenn du mit mehreren Leuten zusammen bist, oder? Genau. Ja. Also die Schwächsten sind immer die, die in einer großen Gruppe kommen müssen und sich auf eine Person stürzen müssen. Ja. Traurig. Was würdest du deinem früheren Ich oder anderen raten? Du musst einfach versuchen, selbstbewusster zu werden. Dann stehst du auch über die schlimmsten Dinge. Dann nimmst es nicht so, also so stark wahr. Sei selbstbewusst und mach dich nicht vor anderen Leuten verstecken oder für andere Leute verstecken, sondern sag direkt, wer du bist, und mach dich nicht runter. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dankeschön, dass du heute mitgemacht hast. Ja, bitteschön. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Ja, gerne. Wir haben uns auch gefreut. Auf jeden Fall ist unten ihr Insta-Namen eingeblendet. Folgt ihr doch. Und ansonsten, lasst uns doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns, schaltet die Glocke ein, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und weitere Infos findet ihr unten in der Infobox. Yes. An der Stelle hier grüße ich Milena und Lia. Und ich grüße meinen allerbesten Freund, beste Freundin. Ja, genau. Auf der Seite findet ihr unsere Interview-Playlist und auf der Seite unser Kanal. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Cut. Großer Hi. Yeah. Okay.